Dann darf ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC Viktoria aus Köln. Die Partie endete mit 1:1. Auf dem Podest die beiden Cheftrainer Rüdiger Rehm und Olaf Janssen. Herr Janssen, Ihr Statement zum Spiel bitte. Hallo erstmal zusammen. Ich glaube, wenn ich mal hinten anfange, haben wir ein verdientes Unentschieden am Ende gesehen. Es war für uns das erwartete extrem schwere Spiel. Rüdiger hat seine Mannschaft top eingestellt. Den hat jeder im Stadion gesehen, die Mannschaft war bereit, die haben um jeden Zentimeter gekämpft und sind gelaufen, was natürlich dann unser Ballbesitzspiel entsprechend unter Druck gesetzt hat. Wir sind, was auch gut war in der ersten Halbzeit, trotzdem dabei geblieben, aber auch jeder hat gesehen, dass wir dann einige selbstverschuldete oder durch gutes Pressing von Mannheim verschuldete Ballverluste hatten, die dann gefährlich wurden, gerade im Umschaltspiel dann. Hat Rüdiger und seine Mannschaft uns dann schon wehgetan. Haben wir ein, zwei Mal in der ersten Halbzeit, glaube ich, extrem gut verteidigt. Ansonsten hätten wir auch schon Rückstand sein können. Und in der zweiten Halbzeit habe ich meine Mannschaft so eingestellt, dass wir dabei bleiben, dass wir keine Angst haben mit dem Ball. Und dann fällt relativ schnell das 1-0 für Mannheim. Und das ist natürlich so ungefähr das Schlimmste, was du dann dir ausmalen kannst. Und das habe ich eben auch im Kreis gesagt. Da bin ich sehr stolz auf die Jungs, dass wir dann nicht angefangen haben, irgendwie die Bälle lang in den Strafraum zu spielen und zu hoffen, dass der liebe Gott uns hilft, sondern wir bei unserem Spiel geblieben sind, haben dann einige sehr gute Möglichkeiten gehabt, Rüdiger und seine Mannschaft einige sehr gute Umschaltmöglichkeiten, die dann natürlich klar sind, wenn du so ein bisschen öffnest. An eine erinnere ich mich, wie die nicht reingegangen ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da hätte es 2-0 gestanden, da wäre es natürlich erledigt gewesen. Glaube ich, haben wir dann kurz vor Schluss den von hinten Ausgleich dann gemacht, wenn man die Spielanteile sieht und die Inhalte der Mannschaften. Und ich glaube, jeder, der hier im Stadion war, auch wenn er Mannheim-Fan ist und natürlich gerne die 3 Punkte mitgenommen hätte, glaube ich, hat sein Kommen nicht bereut, weil es war ja hochklassig, rasant, rassig und gepickt mit Torschancen. Ich glaube, Werbung für den Drittliga-Fußball. Euch, Rüdiger, alles Gute für den Rest der Saison. Danke. Vielen Dank, Herr Janssen. Rüdiger, dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal danke, Olaf. Ja, ich habe es sehr, sehr ähnlich gesehen. Ich wusste, dass wir ein unheimlich intensives Spiel brauchen. Und die Viktoria, die natürlich Olaf schon ein paar Jahre geformt hat jetzt, ja, natürlich hat er auch immer wieder den einen oder anderen Abgang. Aber er hat ein Gerüst und da weiß man, dass sie einfach einen sehr, sehr guten Ball spielen, dass sie uns ins Laufen bringen. Und wir wussten, dass wir nach dem Mittwoch natürlich auch in der Pflicht sind, hier was zu holen. Und dann haben wir natürlich gewusst, okay, durch die Intensität kann es auch eng werden hinten raus. Ja. Und ich glaube, das war leider Gottes zu sehen. Trotzdem bin ich sehr, sehr stolz, wie die Jungs aufgetreten sind. Bin aber total angekotzt im Endeffekt, wie das Ergebnis am Ende ist und vor allem, wie das Tor dann entstanden ist. Ich gebe Olaf recht, dass der Ausgleich sicherlich nicht unverdient war, weil Köln unfassbar Druck gemacht hat. Meine Jungs gefühlt dann immer müder wurden, beziehungsweise das Wetter dann auch noch schön dazu kam. Die Sonne hat noch mehr gebrannt. Olaf hat den Pulli ausgezogen, ich habe den Pulli ausgezogen. Da haben wir schon gemerkt, dass für die Jungs wahrscheinlich auch nicht ohne wird. Und das war einfach das, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir dann irgendwie dieses 1-0 über die Bühne bringen oder eben mit Kelvin dieses 2-0 machen. Das sind immer so die entscheidenden Momente in Spielen. Heute haben wir es eben nicht geschafft. Trotzdem, glaube ich, wächst etwas zusammen, ja, was wir einfach weiter befeuern müssen. Ja, das Publikum ist da, hat uns unglaublich vorgepeitscht, die natürlich auch alle enttäuscht waren nach dem Mittwoch. Das ist alles normal, aber die Mannschaft wächst. Wir versuchen da im Endeffekt auch immer wieder neue Nadelstiche zu setzen, immer wieder neue Inhalte zu bringen, ja, den Jungs immer wieder was weiterzugeben. Und mit dem Spiel heute bin ich einverstanden mit dem Ergebnis nicht, aber weiß auch, dass es nicht unverdient war. Und deswegen nehmen wir das so an und werden die Köpfe wieder zusammenstecken, werden die Köpfe wieder aufrichten, werden wieder Vollgas geben. Das, was im Endeffekt den Waldhof auch ausmacht, ja, wir müssen hier als Einheit komplett weiter auftreten. Mich freut es richtig, wie was geht, aber es muss noch viel, viel mehr gehen. Ja, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch im Drumherum. Und ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass wir diesen Weg, der hart wird und der lang wird und der steinig ist, aber auch schön, schön weiter durchgehen. Und dann werden wir auch diese Spiele nach Hause bringen. Dankeschön. Und Olaf natürlich und der Viktoria auch alles, alles Gute. Und es macht einfach immer Spaß, die Spiele von der Viktoria zu analysieren, weil es wirklich auch gut aussieht. Danke. Danke. Vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen der Pressevertreter? Alexander Müller für den Mannheimer Morgen. Ja, kurz zum 1-1. Aus Ihrer Sicht, wie konnte dieses Tor überhaupt fallen nach diesem Einwurf? Ja, wenn man die dritte Liga verfolgt in letzter Zeit, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die sehr, sehr lang einwerfen können.
Es ist eine ekelhafte Situation, aber wir sind im 3 gegen 1 und da müssen wir den ersten Ball müssen wir wegmachen. Wenn er einmal springt, ja, dann kann es blöd werden und genauso ist es gekommen. Ich glaube, dass Philipp einen sehr, sehr weiten Weg sogar macht, um dann im 5-Meter-Raum zum Abschluss zu kommen. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Aber das sind die Dinge, egal ob es dann eine Standardsituation ist, ob es ein langer Ball ist, der in den 16er reinfliegt, wenn er einmal durchflutscht, wenn man den ersten Ball nicht wegkriegt, dann wird es halt immer brenzlig. Und das ist leider Gottes sehr, sehr häufig, haben wir noch einen Fuß davor gekriegt. In der Phase oder in der Situation leider nicht. Und deswegen war der Ausgleich, wie gesagt, nicht unverdient. Aber durch so eine Situation ist es halt sehr, sehr ärgerlich, da den Ausgleich zu bekommen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir den Gästen aus Köln eine gute Heimreise und dann sehen wir uns wieder in der neuen Saison. Im neuen Jahr. Bis dahin. Bist du lange im Urlaub, oder was?